So, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Ja. Ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, wie ich das Level hier jetzt langsam mal angehen soll. Ich habe ehrlich gesagt noch keine große Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall mal keine Route 3 mehr aufgebaut. Meine letzte will ich mir irgendwie doch noch ein bisschen aufheben. Aber anfangen tue ich jetzt erstmal, indem ich die blöden Zeppeline da wegmache. So. Cool, geht gleich wieder los. Grid Invasion. Hoffentlich diesmal ohne, dass mir der Leuchtturm platt gemacht wird. Meinetwegen können sie meine Bertha haben, aber meinen Leuchtturm sollen sie mir bitte stehen lassen. Hier schon wieder Schaden machen hier. Ist in mich reingecrasht. Kann ich die auch von so abschießen? Habe ich ihn ja auch schon gefragt. Würde gehen, aber das ist ein bisschen zu unpräzise. Vor allem, wenn die sich so bewegen. Ja, Flugzeug, was machst du da? Anscheinend gar nichts. Also nochmal zu rekapitulieren. Dein ehemaliger Verbündeter hat irgendwie die Kontrolle über die Skrit-Königin erlangt. Die gefangen war in diesem Gefängnis. Und gleichzeitig ein Tor zerstört, was die Skrits davon abgehalten hat, alles zu überrennen. Die Habe ich das hätten so richtig verstanden? mehr oder weniger, ja. Und die hätten jetzt beinahe mich kaputt geschossen. Halten viel zu viel aus. Ich meine, der kriegt direkt einen Beschuss von der Dreier-Turret. Habe ich zumindest mal die beiden Brutstätten da hinten zerstört, bevor die allzu viel spawnen konnten. Thank you.
alle. Sind ganz schön viele. Oh Gott, ist da fast eine Wand. Jetzt habe ich mich schon wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Ja. War das so erschreckend für dich? Ah. Ihr kriegt meinen Leuchtturm nicht, ihr Schweine. Ich glaube, der ist langsam repariert. Solange ich den reparieren kann, ist der nicht repariert. Jetzt ist er. Mein Wachturm kriegen sie jedes Mal. Ja, aber das ist ja zum Glück nicht so schlimm. Ja, der kostet trotzdem einen Haufen Energie, bis der wieder aufgebaut ist. Kannst du froh sein, dass die deine Kraftwerke nicht zerstören? Ja. Ich habe zur Not ein 1er-Kraftwerk noch irgendwo rumliegen, glaube ich. 1er-Kraftwerke kosten keine Energie zum Aufbauen. Ah, ich habe mich schon gewundert, dass da hinten nichts mehr war. Da ist ja noch was. Plopp, aufgeploppt. Wir hatten doch tatsächlich keine Paysafe-Card mehr, ne? Jetzt mal kurz off-topic. Okay. Ja, ich muss erstmal wieder scouten, ob da jetzt wieder was halbwegs Gefährliches vorne ist, weil da sehe ich schon wieder einen Haufen Skrits rumschwirren. Dann, wo ein Haufen Skrits ist, müsste da auch ein Haufen Brutstätten sein. Nicht zwingend, aber ich meine, hier ist zumindest eine mal. Weg damit. Muss ich dabei immer an. Okay, eigentlich muss ich an jedem Spiel denken, wo der Gegner plötzlich sich in Insektoide, Parasiten verwandelt, denken. Aber aus irgendeinem Grund musste ich gerade an Halo denken. Da gab es ja am Ende auch, ich weiß ja nicht, ob du Halo kennst oder ob du das schon mal gesehen hast. Nur gesehen. Und da ist man im Laufe der Story ja dann auch plötzlich so einer interdimensionalen Insekten der dimensionalen Insektenrasse. Die Dinger sehen eigentlich aus wie Insekten, die parasitär sind. Also, ne, weiß schon, was ich damit meine. Die muss man bekämpfen. Uah. Ist es immer dasselbe? Es sind immer Insekten irgendwo. Naja, gibt's ja in WoW auch genug. Ja, klar. Ah, Schlaxi, Dineruba. Und die Silithiden. Die Silithiden waren ja unter anderem die ersten, die im WoW aufgetaucht sind. Ja, waren allerdings auch mitunter die ersten Rassen, die es in diesem. Die es auf Azeroth gab und waren die Diener der alten Götter. Ja, natürlich. Sind diese Insektenrassen doch immer irgendwo Diener von alten Göttern? Ah, jetzt weiche ich mir ganz schön stark ab. Ja. Oh, dein Turm ist wieder kaputt. Mal wieder. Oh, und mein Flugzeughangar haben sie gleich auch noch mitgenommen. Ah, das ist nicht gut. Stehen wir wieder da, komplett ohne Energie. Okay, der ist repariert. Ah. Okay.
ist mein Sammler eigentlich da auch gerade unterwegs, weil da hinten sind ein paar Asteroiden, an denen er sammeln könnte. Wenn der gerade zurückkommt, wäre super. Okay, ja, was war das nochmal für ein Gebäude? Ich kann mich nicht erinnern. Silo. Ach, das Silo, okay. Ey, du bist auf jeden Fall schon viel weiter als du bist dann. Jupp. Das ist ein Fortschritt. Und meine Energie ist zumindest schon mal wieder voll. Sammler bringen's. Zumindest schon mal 3 Nerf Points weiter. Okay. Ich verstehe schon, warum das, warum dieses Spiel teilweise auch als Aufbauspiel bezeichnet wird. Weil hier, wie oft du Dinge wieder aufbauen musst. Ja, da ist man froh drum, dass das blaue Artefakte sind. Ja. Das ist irgendwie eine interessante Mischung, finde ich, dieses Spiel. Ja. Ein Ausbaustrategie-Adventure. Was glaubst du, warum ich das früher so gern gespielt habe? Damals, als ich noch in der Grundschule war. So eine Mischung sollte es mal wieder als moderne, also als modernes Spiel geben. Die sollte mal wieder so ein Aufbaustrategie-Adventure bringen. Meinst du, das würde was bringen? Also würde das Publikum von heute noch begeistern, wenn die so ein Spiel neu auflegen würden? Schwer zu sagen. Also, ich persönlich mag solche Spiele ja. War ich ja auch ganz happy drüber, dass mein Bruder das irgendwann mal wieder angeschleppt hat hier. Ach, das war jetzt aber ein kurzer Nerf Point. Irgendwo, oder? Sobald ich irgendwas anfliegen sehe. Ja. Der Multiplayer soll ja recht interessant sein. Ich habe ein kurzes Video darüber gesehen. Okay. Da geht es ja auch darum, da hat man eine Map mit seiner Insel und da muss man auch die Map erkunden, um diverse Artefakte zu finden, um seine Insel auszubauen. Das wäre praktisch, wenn man die Maps kennt, weil die ja fix sind, die Artefakte. Das gibt dann aber ein paar bestimmte Reibungspunkte, wenn man sich überlegt, wenn man einen bestimmten Punkt hat, wo die besten Artefakte halt sind, dass dann natürlich alle Spieler, die auf der Map sind, dann natürlich dahin wollen, ist logisch, ne? Ja, oh, da ist ja schon mein Ziel. Auf diese Insel hier muss ich. Ah, wen haben wir denn da auf der Insel? Den nächsten Baumeister. Ah, du musst jetzt den nächsten Baumeister begegnen. Treffen. Einen hast du ja schon. Ja. Beziehungsweise zwei, der andere war ja auch eine Art Baumeister. Der ist einer. Allerdings slightly evil. Irgendwie schon, ne? Ich meine, er will die Weltherrschaft. Warum sagt man eigentlich immer nein? Das ist so der Heldeninstinkt oder so. Hey, ich will die Weltherrschaft an mich reißen. Willst du mitmachen? Nö. Mach dich zu meinem General. Nö. Ich platziere meinen Charakter jetzt mal ganz geschickt zwischen Wachturm und Leuchtturm. Dass ich nur Da müsste es auch mal was geben. Ich finde, bei solchen Spielen ist es dann immer viel zu sehr drauf getrimmt, dass man der Gute ist. Stell dir vor, man könnte sich entscheiden. Und der Rest des Spiels wird dann daraus bestehen, die Welt zu erobern.
Das wäre doch auch mal was. Ich hab getroffen. Yay, du hast getroffen mit der Big Bertha. Also mit dem Ding zu treffen, also Skritz zu treffen, ist mit dem Ding echt schwer. Was würdest du denn davon halten? Ich persönlich fände es eine interessante Option. Sehr, sehr dichter Nebel hier. Aber ich komme meinem Ziel immer näher. Moment mal, wenn ich jetzt hier hinkomme, dann... Ach, dann haben wir ja das nächste Airplane-Level. Weißt du was, ich sollte immer einen Energy trinken, bevor wir loslegen mit der Aufnahme. Dann fallen mir bessere Themen ein. Ah ja. So. So, das ist also das Haus des Baumeisters. Nicht direkt Baumeister, sondern eher Baumeisterin. Ach, eine Baumeisterin. Oho. Hat etwas von Shiva. Skritz! This must be the work of Basaltface. You've brought disaster on us, little nomad. But all is not yet lost. Take me to Bildan. I'll help you. Take these artifacts. Here. With this you can collect additional artifacts. Here they come again. Quickly, I'll hold them off. Take the artifacts. We'll meet on your island. Neue Gürtel Slots. Langsam wird's auch was damit. Und hättest du diesen... War hier nicht noch ein Health Expander irgendwo? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine. Falls ich hätte für diesen Spiel jetzt noch Leveling, dann wäre das irgendwie noch perfekter. Wegen, dass du dich entscheiden kannst, so, ich möchte jetzt ein bisschen mehr nehmen, ein bisschen mehr in das investieren. Größeren Gürtel, keine Ahnung. Oder würde das Spiel zerstören? Es gibt ein bisschen ausbauen. Das Spiel ist halt größtenteils ein bisschen unausgereift, weil es halt sehr, sehr alt ist. Ja, klar. Leveling ist aber nicht immer was Positives, muss man sagen. Ja. Es ist nicht immer gut. Ich glaube, jetzt kommt wieder ein Flugzeuglevel. Aber dafür gibt es drei schöne neue Artefakte, wovon ich zumindest zwei sehr gut gebrauchen kann. Und vor allem sind es blaue Artefakte. Schön. Und theoretisch könnte ich mir sogar noch ein bisschen mehr holen, wenn ich ein paar Geniestreiche raushole. The design engineer of the Machine City retreated to the seclusion of her remote island. First, though, she hid her mighty artifacts out of harm's way. To prevent them falling into the wrong hands, she created the maelstrom of rocks. In the heart of the whirling debris, hidden from greedy eyes, a cache of artifacts waited patiently for its rightful owner. My artifacts must not fall into the wrong hands. That would mean certain doom for us all. You must bring them all here. Collect them with your aircraft. But hurry, Nomad. The scripts are not far away. Ich könnte mir hier noch ein weiteres Artefakt holen, wenn ich eine der Kanonen kaputt schieße und das daraus entstehende Artefakt aufsammle. Allerdings ist das sehr, sehr schwierig. Und außerdem meistens den Aufwand nicht wert. Was in der riesen hübschen Ripple Decker her. So, jetzt müssen wir uns erstmal da reinschießen. Und ist nicht so leicht, wie es aussieht übrigens. Ja, habe ich mir schon gedacht.
weil sich das ganze Zeug auch noch bewegt. Zum Glück habe ich hier kein Zeitlimit. So, ich bin zumindest schon mal drinnen. Das ist sehr schön. Zwei Artefakte haben wir, das sind zumindest schon mal die wichtigsten zwei. Ich sehe schon. Ist die der Raketenfahrer blau? Ja, sind alles blaue. Wow, nice. So, wo habe ich mich hier reingeschossen? Okay, einmal hier und ach, der kommt auch direkt gerade vorbei. Und weg hier. Das war's.